Hallo und willkommen zu unserer kleinen Maschenkunst-Strickschule. Heute werden wir Rippenmuster oder Bündchen stricken. Dafür fange ich wieder mit einem Kreuzanschlag an und schlage ein paar Maschen an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Das reicht uns für jetzt. Wir fangen mit einem 1-1 Rippenmuster. 1-1 heißt, dass es 1 rechts und 1 links ist. Dafür hebe ich die erste Masche ab. Ich finde es immer schön, wenn man am Anfang die Masche nur abhebt und am Ende sie strickt. Und jetzt stricken wir eine Masche rechts, eine Masche links. Eine Masche rechts, eine Masche links und nochmals rechts und links und rechts und links, rechts, links, rechts, links und die letzte Masche rechts. Jetzt wird die Arbeit gewendet, die erste Masche wieder nur abgehoben und jetzt sehen wir, jetzt haben wir hier eine rechte Masche. Die rechte Masche ist so offen, sie hat hier ein Loch. Das heißt, die stricken wir wieder rechts und jetzt kommt eine linke Masche. Linken Maschen haben hier ein kleines Knötchen und die wird links und das wird wieder weiter so gestrickt. Rechts, links, rechts. Links. So entsteht ein Bündchenmuster.